Hallo, ich bin's, Pascal von Gallus Brick, und heute geht's ums Thema Bricklink. Ich möchte euch zeigen, auf was ihr achten müsst, wenn ihr in einem Bricklink-Store einkauft und ob es sich für mich gelohnt hat, einen solchen Shop zu eröffnen und wo so die Tücken bei dem Ganzen ist. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Schön, habt ihr eingeschaltet. Und als erstes, falls ihr das noch nicht getan habt, vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dass ihr keinen meiner Videos mehr verpasst. Und als erstes möchte ich euch zeigen, auf was ihr achten müsst. Beispielsweise zeigen oder erklären. Denn Anleitungen dazu findet ihr überall im Netz, und es geht nicht um das. Ich möchte euch zeigen, was sind die Vor- und Nachteile und auf was ihr ganz bestimmt achten müsst, wenn ihr euch entscheidet, bei einem Bricklink Store zu kaufen. Erstens, Bricklink ist seit 2019. Im November letztes Jahr kam die Nachricht, die Pressemitteilung, dass Lego Bricklink gekauft hat. Es könnten sich sehr viele Chancen daraus ergeben. Was sehr ein großer Nachteil ist, Lego hat alle Custom Parts rausgeknallt. Sprich, es mussten schon immer original Lego Teile dabei sein, aber zum Beispiel Chromteile, vergoldete Chromteile, spezielle Farben, die überzogen wurden, das früher mal original Lego war, darf nicht mehr angeboten werden. Das ist natürlich ein Schachzug von Lego, der nicht ganz so schlecht war, damit sie den Markt noch besser steuern können. Und sagen können, wir wollen nichts, was irgendwie von anderen Leuten behandelt wurde, in unserem Sortiment, sprich auf Bricklink sehen. Ja, auf was müsst ihr achten, wenn ihr in so einem Shop einkauft? Erstes Mal für alle Deutschsprachigen, es ist alles auf Englisch. Vielleicht kommt mal ein Update, dass man das auch umschalten kann in Deutsch. Der große Vorteil ist, in der oberen Suchfunktion im Shop über alles könnt ihr nach Teilen, nach Sets, nach Mocks, nach Figuren suchen. Ihr könnt die Teilenummer, die ihr hinten in der Anleitung von einem Lego-Bausatz findet, eingeben und zack, das Teil kommt. Es kommt gebraucht, es kommt neu, wo, auf welchem Kontinent ihr es kaufen könnt. Also da gehen schon mal die Weihnachtsset bis nach Hongkong, wo da die Einkaufen im großen Einkaufspool, das ist schon ein Phänomen, oder gewisse Shops vom neuen Clubhaus schon irgendwie 200 von diesen Rentieren gelistet hat. Die nehmen natürlich, haben Premium-Verträge mit dem Hersteller, kaufen sich alles zusammen, was sie können, schlachten die Sets aus und machen so wieder Gewinn. Das ist nichts Verwerfliches, das kann man machen, das mache ich auch so. Ich finde, wichtig ist, wenn ihr euer Projekt auf Bricklink wie mit Lego zusammen, also ich mache immer für mich, für die Kunden und auch für meine Ideen, mache ich immer eine Mischung. Ich schaue, wo sind die Teile besser bei Lego, zum Beispiel bei Pick-a-Brick und Steine und Teile. Dort ist der große Vorteil, wenn ihr bei uns 100 Franken, in Deutschland ist 100 Euro, glaube ich, oder 80, ihr müsst mich sonst korrigieren, ist natürlich der Riesenvorteil, ihr zahlt praktisch kein Porto und die Zollgebühren sind inkludiert. Sprich, ihr könnt bei Steine und Teile sind es leider Maximum 200 Teile vom gleichen Stein, den ihr kaufen könnt. Und dann ist das Maximum erreicht. Dann muss man halt mehrere Bestellungen auf einmal auslösen. Aber es ist egal, ob die Bestellung 2000 Euro kostet, wenn es teure Teile sind. Denn der Zoll ist im Preis inkludiert. Die Mehrwertsteuer ist inkludiert und der Versand, der ist, glaube ich, 2,80 Franken bei uns. Und das ist wirklich gar nichts, wenn man das dann wieder runterbricht. Es gibt aber große Bricklink-Shops, meine Bricklink-Shops des Vertrauens hier in der Schweiz. Ich habe auch 2, 3 in Deutschland und Österreich. Super Qualität, die Leute achten, dass das sauber abgepackt ist. Es passiert wie bei Lego mal ein Abzählfehler. Wenn es mal nur 1, 2 Teile sind, wenn es nicht gerade spezielle Teile sind,
dann drücke ich meistens ein Auge zu. Ich bin auch mal froh, wenn meine Kunden ein Auge zudrücken. Ich knall das Teil ins Kuvert rein, schicke es nochmal los, denn ich finde, das muss man dem Kunden bieten, ein bisschen Kundendienst. Ja, jetzt kommen wir mal dazu, auf was das hier achten müsst. Und zwar das größte Problem ist, jeder Bricklink Store kann seine Preise und seine Terms selber stellen. Das mit den Preisen, das ist logisch. Da schaut man auf den Marktpreis. Ich als Verkäufer bringt ja nichts, wenn ich es 20 Mal teurer reinknalle, dann verkaufe ich es nie. Und es bringt ja nichts, wenn ich immer unten reinknalle, dann kaufen zwar alle immer bei mir, aber der Preis wird immer weiter nach unten gedrückt. Das ist das bekannte Spiel von Auktionshäusern und, und. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit den Game-Plattformen, mit den Einkaufshäusern, mit eBay. Da sieht man es immer ein bisschen Angebot und Nachfrage. Für euch ist wichtig, schaut die Terms an, schaut die Versandkosten ein, denn da variieren die Shops enorm. Wir als Schweizer sind da ein bisschen im Nachteil. Ich weiß, wir sind selber schuld, wir sind nicht in der EU. Dann ist es mit dem Versand immer ein Problem, der ist immer sehr hoch. Da müssen wir immer ein bisschen schauen. Wenn man dann für 20 Franken eine Bestellung macht und 57 ist der Versand obendrauf, dann ist es wieder eine Frage, wie lukrativ ist es. Wenn aber bis 5 Kilogramm dann nur 15 Euro kostet Versand, dann lohnt es sich vielleicht eine größere Bestellung zu machen und den Zoll zu bezahlen. Der große Vorteil ist, wenn ihr im Ausland bestellt, es wird der Preis ohne Mehrwertsteuer angezeigt. Ihr könnt sogenannte Wanted List machen, die Nummer eingeben, dann eine Wanted List draus machen, gute Mock-Anleitungen haben schon eine Bricklink-Verknüpfung dran. Wenn ihr mit Bricklink Studio arbeitet, dann könnt ihr, das ist das Programm, Entschuldigung, für die, die es nicht kennen, wo man selber Modelle bauen kann und dann der Bauplan rausmachen. Und dort ist der Vorteil, wenn man das Modell gebaut hat, kann man oben eine Wanted List erstellen und man hat eine schöne Liste mit der Teilenummer und dem Farbcode, was alles für das Set benötigt wird, oder sprich den Mock. Das ist ein riesen Vorteil und man kann das auch abhaken oder rauslöschen. Man kann auf alle einkaufen und dann wählt es die verschiedenen Shops aus, die die meisten Teile verfügbar haben. Dort gibt es so ein paar Shops, die haben sehr viele Teile a Lager. Und genau große Mocks, die sich viele Leute nachbauen wollen, drin haben. Aber zu einem sehr hohen Preis. Da machen die natürlich die Rechnung. Vielleicht hat es ein paar Leute, die gar nicht groß noch überall rumbestellen wollen. Einmal kaufen, mehr bezahlen. Das ist ihre Entscheidung. Ja, im Großen und Ganzen, Bricklink ist eine super Sache. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal in meinem Bricklink Shop, den ich unten verlinkt habe, vorbeischauen würdet. Und jetzt kommen wir dazu, ob es sich für mich gelohnt hat, einen Bricklink Store zu öffnen. Eigentlich habe ich schon, wo ich diesen Laden Gallus Brick letzten Oktober eröffnet habe, habe ich gesagt, ich mache einen Bricklink Shop. Einfach, um das zu vereinfachen mit den Einzelteilen. Die Kunden können vorbestellen, ich kann das in aller Ruhe bereit machen. Nicht noch, wenn die Kunden da sind, müssen die anderen warten. Und dann muss ich die Teile zusammensuchen. Ich habe hier also Sichtlagerkästen. Ich habe Sortierboxen. Es ist noch nicht angeschrieben, das ist mein nächstes Projekt. Es ist sehr viel gelaufen. Ich finde immer alle Teile, weil ich das hier oben drin habe. Aber ich bekomme Hilfe nächstes Jahr und dann wird das ein bisschen anders aufgeräumt. Ich habe am Anfang auch sehr viel gebrauchte Teile reingesetzt. Ich mache das heute auch immer noch. Ein Teil ist gebraucht. Wirklich Teile, die immer laufen im Technikbereich und, wenn ich da Abkäufe machen kann. Ich kaufe aber keine einzelnen Sets mehr an, gebrauchte von den Leuten. Erstens weiß ich nicht, ob sie gebraucht sind. Ob sie komplett sind. Dann der Aufwand ist riesig, um das Set wirklich nochmals zu kontrollieren, ob alles komplett ist, dann es einzulesen und es dann gebraucht anzubieten. Dann macht es mehr Sinn, es zu kontrollieren und als Set dann wieder gebraucht auf Bricklink zu verkaufen. Das ist meine Meinung. Denn es gibt ja bei den Serien Lego Movie 2 gibt es Hammer-Sets und es geht leider auch
das ist die richtige Seite gewesen. Dann gibt es auch Loser-Sets. Ja, es ist wirklich nichts Spezielles. Die Farben, naja, es hat Fenster, es hat Türrahmen, ein Orangen, der ist sehr begehrt. Es hat Zäune dabei, die blauen Slopes, jana. Aber es macht doch Sinn. Hier kann ich die Nummer eingeben bei Bricklink. Alle Teile werden hochgeladen. Ich mache die Säckchen auf, sortiere das in mein System und es ist abrufbereit. Der Vorteil ist, wenn ich schon Preise hinterlegt habe, dann werden die automatisch übernommen und. Auf das werde ich gar nicht so eingeben, weil viele von euch wahrscheinlich Käufer sind und nicht Verkäufer. Ich finde immer, nicht zu viel preisgeben. Seid ihr auch ein Verkäufer und habt ihr eine Frage, dürft ihr sehr gerne auf mich zukommen. Schreibt mir einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail. Ich probiere immer den Leuten zu helfen. Man muss ja nicht immer alles verkaufen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, auch bei solchen Sets. Die laufen wirklich nicht mehr. Ihr wisst, ich habe die Sets nicht online, ich habe sie nur hier im Laden. Ich überlege mir, um das zu ändern und einen Shop zu haben, aber man muss es bei mir abholen kommen, weil ich ein absoluter Gegner bin, außer bei den Einzelteilen, da die Sets nochmal rumzuschiffen. Ich finde das abstrus. Die Sets, die kommen von den Lego-Werken mit Lastwagen hierher in die Schweiz. Dann werden sie mit dem Lastwagen zu meinem Händler, ich gehe sie abholen oder kriege sie geliefert und nachher schicke ich sie wieder zum Kunden. Es ist völlig idiotisch und in Corona-Zeiten sind die Händler, also die Versandfirmen sowieso alle überlastet, was auch wirklich zu verstehen ist. Ein großer Dank dafür, auch dass unsere Bestellungen immer rechtzeitig da sind. An alle, die schön mithelfen und da wirklich Überstunden leisten müssen. Müssen wir alle in den speziellen Zeiten, aber das ist ganz ein anderes Thema. Aber ihr seht hier ein Set und dann ist es der Vorteil, ich kann das mal reinladen und kann mal schauen, wo sind die Teilepreise. Hat es da begehrte Teile dabei? Lohnt sich das? Oder setze ich es runter? Wenn es aber Teile sind, die halt günstig weggehen, dann gebe ich es lieber günstig weg, denn verkauft ist verkauft. Normalerweise gibt es mehr als den Einstandspreis zurück. Mehr möchte ich aber an dieser Seite gar nicht verraten. Was natürlich immer sehr gefragt sind die bedruckten Teile, sind die Tiere. Das macht richtig Spaß. Minifiguren sind sehr gefragt, vor allem Star Wars ist sehr begehrt, Harry Potter ist begehrt und Superheroes. Gehen immer die Superhelden. Dieses Jahr habe ich Superhelden verkauft. Das ist Wahnsinn. Bei uns ist es so modern, für den Vater von den Kindern mit der Mutter zusammen einen Rahmen zu basteln mit einem Superhelden und dann Daddy, du bist unser Superheld. Mega eine coole Idee. Die Leute wollten alle Hulk. Hulk ist viel zu teuer, aber mit Iron Man und Captain America, Batman und Flash und alles haben wir meistens eine coole Figur gefunden. Auch die anderen Minifiguren habe ich sehr viel drin, die laufen immer gut von den Sammelfiguren. Es macht richtig Spaß. Ich habe immer gesagt, solange es mir Spaß macht, ist das eine super Ergänzung. Für mich ist es immer, ich kann die tote Zeit überbrücken, man hat immer tote Zeit, wenn hier im Laden keine Kunden sind. Und dann kann man sortieren, Bestellungen bereit machen und. Ja, und ich muss sagen, in diesem Jahr, als ich im März in unserem ersten Lockdown Bricklink online geschaltet habe mit irgendwie 35.000 Teile, da bin ich natürlich sehr über die erste Bestellung gefreut und dann ist es losgegangen. Und es ist bei mir wirklich super, es kommen zwischen 5 und 10 Bestellungen in der Woche. Das ist eine geniale Ergänzung zu meinem Laden. Ich kann das noch alleine handeln, mittlerweile wird es immer mehr. Für mich war es ein sehr erfolgreiches Projekt mit Bricklink und ich werde das gerne weiterbehalten und sogar ausbauen. Freue mich natürlich auf jede Bestellung, die reinkommt. Das ist natürlich klar, denn man will ja auch immer was verkaufen. Wenn man dann sehr viel positives Feedback zurückbekommt, es hat mich sehr gefreut, dass ihr das letzte Mal in diesem Jahr eingeschaltet habt. Im neuen Jahr geht es um neue Sets, neue Ideen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Bei uns sagt man, ein guter Rutsch ist 2021. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Vielen Dank für euren Support. Tschüss zusammen.